Okay, Jaco, reiß dich jetzt zusammen. Es ist so warm hier und ich möchte am liebsten die Jacke ausziehen, aber an der Jacke ist mein Mikrofon. Und es ist hier nur so warm, weil ich den Ofen angemacht habe, damit er schön im Hintergrund aussieht. Aber es ist viel zu warm, um den Ofen anzumachen. What's poppin', boys and girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich traue mich nicht, mich zu viel zu bewegen wegen meinem Mikro. Aber ich bin ganz aufgeregt und deswegen habe ich das Bedürfnis zu tanzen. Und ich bin nicht nur aufgeregt wegen... Oh mein Gott, was ist das? Das ist eine Welle. Seht ihr das? Ich bin sehr, sehr aufgeregt und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin nicht nur aufgeregt, weil ich heute was in meinen Augen sehr, sehr Cooles droppe, wo nicht nur ich sehr lange schon drauf warte, sondern auch einige von euch. Ich bin auch sehr, sehr doll aufgeregt, weil ich nicht mehr so häufig vor der Kamera einfach bin und es ist wieder so exciting. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und begrüße euch recht herzlich zu, ja, der Veröffentlichung, dem Livegang, dem Launch. Nicht einer neuen Schmuckkollektion, sondern der Erweiterung einer bereits bestehenden Kollektion. Letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ich weiß meistens nicht mal, welcher Wochentag ist, deswegen weiß ich auch nicht, in welchem Jahr ich was gemacht habe. Ich finde es total faszinierend, diese Leute, die sagen, oh mein Gott, ja, das Jahr 2008, weißt du noch, wie krass das war? Und ich denke mir so, oh mein Gott, ich hätte nicht mal gewusst, in welcher Stadt ich in dem Jahr gewohnt habe. Ich glaube, letztes Jahr habe ich die Karotkartenkollektion gedroppt oder auch Fortune Teller Collection genannt. Diese Kollektion beinhaltete aber ja nicht ein komplettes Tarotkartenset, sondern die Karten, mit denen ich bis zu diesem Zeitpunkt am stärksten in Berührung einfach gekommen bin. Womit ich nicht gerechnet hatte, waren die vielen, vielen Nachrichten, die mich dann erreichten. Viele von euch haben sich auch mit der Bedeutung von Tarot auseinandergesetzt und haben gesagt, ich fand die richtig cool, deine Karten, also deine Kollektion. Und dann habe ich mich eingelesen oder ich habe mir ein Kartenset gekauft und habe mich mit den Bedeutungen auseinandergesetzt. Und jetzt ist das meine Lieblingskarte und jetzt gibt's die gar nicht. Und dann war halt klar, okay, Jaco, da musst du mal genauer hingucken, weil die Leute wünschen sich was. Auf jeden Fall habe ich dann auf Instagram eine Umfrage gemacht mit so einem Fragefeld und habe gefragt, welche Karten wünscht ihr euch? Aktuell keine Kapazitäten dafür gibt. Jetzt gibt es diese Kapazitäten aber. Also für alle Leute, die einen speziellen Wunsch haben für eine Tarotkarte, lasst es mich wissen und ich schaue, was ich machen kann. Und habe mit meinen kleinen Händen eine Strichliste gemacht und kleine Striche gemacht. Also so vier und dann einen fünften, um das durchzustrichen. Und dann habe ich das an der einen oder anderen Stelle vergessen, weil ich vergessen habe, dass man vier dann mit einem Strich zu fünf macht. Und dann war ich ganz durcheinander und musste nochmal von vorne zählen. Und dann ist mir das wieder passiert. Und habe die, sind es fünf? Ja, es sind fünf. Habe die am meist gewünschtesten fünf Karten jetzt in Kettenform für euch hier online im Internet drin. So, wow, mein Wording, das ist das Word und das setze ich auf den Punkt. Was bin ich denn heute auch so unangenehm? Es tut mir sehr doll leid. Vielleicht ist ja auch in dieser Kollektion eure Karte dabei. So, oder ihr findet sie einfach schön. Das ist natürlich auch eine Option, ne? Schmuck einfach schön zu finden. Ich muss ja immer übertreiben mit allem, was Bedeutungen angeht, in meinem Kopf drin. Ich würde es Overthinking-Schmuck nennen. Ich höre auf, euch mit Quatsch voll zu labern. Ich werde euch jetzt die einzelnen Karten vorstellen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Die erste Karte der Kollektion ist die Sonne. Die Sonne ist eine wirklich positive Karte und steht für das Licht, welches wiederum für Kraft und Lebensfreude und Selbstvertrauen steht. Die Sonne ist der Gegenspieler zum Mond, der ja, wie in der letzten Kollektion vorgestellt, für das Verborgene und das Unterbewusste steht, was noch nicht ganz ans Licht gekommen ist. Die Sonne jedoch steht für die Klarheit und das Bewusstsein und die bereits durchbrochenen Blockaden, die zu einem neuen und starken Bewusstsein geführt haben. Die Sonne ist definitiv eine Glückskarte und soll durch ihre positive Kraft neue Stärke in
uns hervorrufen und uns daran erinnern, ein neues Bewusstsein bereits erlangt zu haben. Die nächste Karte der Kollektion ist die Kraft. Die Kraft steht für Energie, Mut, Kampfbereitschaft und Erfolg. Sie weist uns einerseits darauf hin, dass wir die animalischen Instinkte, das Wilde in uns, in den Alltag integrieren sollen, ihnen jedoch nicht ohne Sinn und Verstand folgen sollen. Angst und Schwäche sollen uns nicht dominieren, jedoch auch nicht Reizbarkeit und Wut. Die Kraft ist eine immerwährende Erinnerung an die Balance zwischen Leidenschaft und Intelligenz. Und die Kraft ist definitiv meine persönliche Karte. Die nächste Karte der Kollektion ist das Rad des Schicksals. Die Karte des Rad des Schicksals steht für die stetige, unaufhaltsame Veränderung der Gegenwart. Die Karte soll uns daran erinnern, dass weder die Vergangenheit noch die Zukunft uns verändern können. Unerwartete Ereignisse, also positive wie auch negative, müssen als Lebenslektionen akzeptiert werden, um nicht hinterher in eine negative Stagnation zu verfallen. Gleichzeitig muss die Möglichkeit der Eigeninitiative erkannt werden, um das eigene Schicksal in die Hand nehmen zu können. Das Rad des Schicksals warnt somit vor unbedachtem Handeln und Stillstand und ruft aber gleichzeitig zur Offenheit gegenüber Veränderung und gleichzeitiger Selbstbestimmung auf. Das Ziel ist eine ganz klare Sicht auf Ursache und Wirkung und soll uns auf der einen Seite Macht geben, aber auf der anderen Seite auch ein Verständnis dafür, dass nicht alles in unserer Hand liegen kann. Die nächste Karte der Kollektion ist der Eremit. Der Eremit soll uns darauf hinweisen, dass alles, was wir benötigen, in unserem Innersten verborgen liegt. Sind wir aktuell auf dem Weg der Selbsterkenntnis und der Weisheit oder irren wir auf irgendeinem falschen Pfad? Das Ziel von dieser Karte ist nämlich innere Ruhe und Selbstfindung sowie die Abwendung von Antriebslosigkeit, Abneigung und Isolation. Die vorerst letzte Karte der Kollektion und die am meisten angefragte ist die Karte Die Liebenden. Die Karte Die Liebenden symbolisiert tiefgreifende Liebe und vor allem die Unvermeidlichkeit einer Entscheidung. Das Kartenbild zeigt zwar eine Verbindung von Mann und Frau, jedoch gilt die Bedeutung der Karte ebenso für jede andere romantische Verbindung, für platonische Freundschaften und alle anderen Verbindungen, die in eurem Leben irgendwie wichtig erscheinen. Das kann auch die Verbindung zum Job sein oder zum Beispiel die Verbindung zu einer Stadt. Die Karte steht ganz, ganz wichtig nicht für ein Happy End, sondern sie ist ein Hinweis darauf, sich für den richtigen Weg zu entscheiden. Und zwar den Weg des Herzens und der Intuition und eben nicht den Weg des Trugschlusses oder der falschen Verführung. Ja, Leute, das sind die 5 neuen Karten, die es jetzt in der Fortune Teller Kollektion zu erwerben gibt. Wenn ihr Interesse daran habt, der Link ist unten in der Infobox. Vielleicht aber auch nicht und ich konnte euch einfach 10 Minuten unterhalten. Das ist einfach mal ein Geraten, wie lange dieses Video werden könnte. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr seid süß, ihr seid klein. Macht's gut. Au revoir, Dachi. Okay, wow, ich muss jetzt damit aufhören.